Heyo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pottermore. Ja, beim letzten Mal habe ich erfolgreich einen Zaubertrank gebraut. Ich müsste den eigentlich auch irgendwo sehen können. Hier genau. Und zwar ein Gegenmittel zu gängigen Giften. Theoretisch könnte ich das jetzt als Geschenk senden. Sieht irgendwie ein bisschen fies aus, finde ich, ne? So mit dem Totenkopf und so. Aber da das mein erster offiziell erfolgreich gebrauter Zaubertrank ist, wird das definitiv einer sein, den ich auch behalten werde. Und ich habe jetzt tatsächlich auch endlich einen Freund. Ich habe einen Freund. Wermut, Leid, irgendwas. Finde ich cool. Ein Hufflepuff-Mädel, das ich auch persönlich kenne. Deswegen hat sie mich als Freund angenommen oder andersrum. Und ich würde sagen, das nur so nebenbei. Jetzt würde ich ganz gerne mit der Story weitermachen. Ja, hallo. Dankeschön. Und zwar war ich angekommen bei der Reise nach Hogwarts. Jetzt sind wir in der Eingangshalle. Um jetzt gar nicht groß Zeit zu verlieren, sondern einfach direkt weiterzumachen. Und ich sehe hier unten schon direkt was, was ich wahrscheinlich einsammeln kann, aber wohl erst in der nächsten Ebene. Da ist auch was zum Sammeln. Das ist eine Galeone. Oh, die ist aber riesig, meine Güte. So. Ich habe auch festgestellt, dass wahrscheinlich noch einige Bilder kommen werden, bei denen ich nicht alles finden werde. Oder bei denen es zumindest sehr schwer ist, alles zu finden. Ah, ich kann hier rüber. Ah, okay. Professor McGonagall. Von J.K. Rowling entsperrt. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal so eine Art Let's Read, wo ich dann einfach alles vorlese. Ah, ich kann die Tür öffnen. Hallo. Kann ich da auch rein? Nee, kann ich nicht. Aber das ist die letzte Ebene. Es hat gebimmelt. Das heißt, hier sind wir fertig. Verbundene Momente. Einer von vier. Kommen wir bestimmt noch hin. Die Zuordnungszeremonie. Ja, die haben wir ja schon hinter uns gebracht, ne? Gemurmel im Hintergrund. Oh, der fast kopflose Nick. Der in diesem Spiel übrigens wahnsinnig gut aussieht. Das kann ich euch im späteren Verlauf auch alles noch zeigen. Boah, wie viel ich hier eigentlich einsammeln? Ein Schokofrosch. Cool. Wie viel ich hier einsammeln können muss eigentlich? Irgendwo da bimmelt's noch. Dieses lustige Geräusch, das ich immer zu hören kriege, wenn ich was einsammeln kann. Da ist noch was zum Sammeln. Eine Bohne mit Schinkengeschmack. Das sieht aus wie so ein gekochter Schinken. Voll gut. Ich glaube. Hier gibt es zwei Texte. Hutklemme und der sprechende Hut. Der sprechende Hut müsste ich eher wahrscheinlich in der nächsten Ebene dann. Müsste ich ja theoretisch auch einsammeln können dann. Also zumindest so, ne? Dass gezeigt wird, dass ich den da. Der sprechende Hut hat bestimmt auch eine sehr interessante Geschichte. Der ist auch mittlerweile auch tausendprozentig schon uralt. Was machen denn? Macht denn irgendeiner der anderen Geister noch was? Ach, und hier haben wir noch Hutklemmer. Was auch immer Hutklemmer bedeutet. Da würde ich jetzt gerne mal wissen, was das ist. Spoilerwarnung. Oh, okay, also eine Spoilerwarnung für all diejenigen, die das Buch noch nicht gelesen haben sollten oder die vielleicht noch nicht alle Bücher gelesen haben sollten. Die sollten jetzt vielleicht ganz kurz mal weg hören, wegschalten, keine Ahnung. Jedenfalls weitermachen. Die Schlange töten. Ah ja, okay, aus dem siebten Buch. Wenn du diesen exklusiven Text finden möchtest, musst du in den folgenden Moment danach suchen. Hutklemmer ist in Hogwarts ein uralter Name für einen neuen Schüler, dessen Zuordnung zu einem Haus länger als 5 Minuten in Anspruch nimmt. Dieser für den entsprechenden Hut außerordentlich lange Bedenkzeit kommt selten vor, vielleicht einmal in 50 Jahren. In Harry Potters Jahrgang waren Hermine Granger und Neville Longbottom nahe daran, Hutklemmer zu werden. Der sprechende Hut brauchte fast 4 Minuten, um zu entscheiden, ob er Hermine nach Ravenclaw oder Gryffindor stecken sollte. Bei Neville war der sprechende Hut unentschlossen, ihn Gryffindor zuzuordnen. Neville
Eingeschüchtert vom Ruf dieses Hauses, Kühnheit zu fordern, verlangte nach Hufflepuff zu kommen. Ihr stummes Ringen änderte im Triumph für den Hut. Ach, wie süß ist das denn? Eingeschüchtert von dem Ruf dieses Hauses, Kühnheit zu fordern, verlangte er nach Hufflepuff zu kommen. Oh Gott, ist das niedlich. Ist ja voll cool. Das wusste ich gar nicht. Das sind so Neuigkeiten, die man dann nur erfährt, wenn man hier diese Texte freischaltet. Ne? Das ist genau das, was ich meinte. Harry wandte den Blick rasch wieder nach unten, als Professor McGonagall schweigend einen vierbeinigen Stuhl vor die Erstklässler stellte. Auf den Stuhl legte sie einen Spitzhut, wie ihn Zauberer benutzen. Er war ein verschlissener, hier und da gepflegter und ziemlich schmutziger Hut. Okay, bin ich jetzt wieder in der zweiten Ebene oder ja? Jetzt bin ich in der zweiten Ebene. Gibt es noch eine dritte? Ne, es gibt keine dritte. Es gibt nur die zwei. Aber irgendwas fehlt noch. Ich höre Geräusche, aber es geht nicht weiter. Ah, hier. Oh, noch was zum Sammeln. Noch eine Bohne mit Rosenkohlgeschmack. Lecker. Gut, dann haben wir alles gefunden. Harrys erste Zeit in Hogwarts. Ach so, hier, da gibt's noch Kapitel. Und so? Sogleich öffnete sich das Tor. Vor ihnen stand eine große Hexe mit schwarzen Haaren und einem... Schwarzen Haaren? Hat McGonagall schwarze Haare? Ich dachte, die hätte graue. Egal. Und einem smaragdgrünen Umhang. Sie hatte ein strenges Gesicht und Harrys erster Gedanke war, dass mit ihr wohl nicht gut Kirschen essen wäre. Es ging mit Sicherheit um McGonagall. Der Meister der Zaubertränke. Oh, sehr genialer Titel, wirklich. Sehr genial. Ich würde gerne erstmal das Kapitel lesen, danke. Ein Flüstern verfolgte Harry von dem Moment an, da er am nächsten Morgen den Schlafsaal verließ. Draußen vor dem Klassenzimmer stellten sie sich auf Zehenspitzen, um einen Blick auf ihn zu erhaschen. Okay, geht's tatsächlich um Snape? Um Schniefelus, altes Haus. Ach ja. Harrys erste Zeit in Hogwarts. Es gab 142 Treppen in Hogwarts. Breite, weit ausschwingende, enge, kurze, wackelige. Manche führten freitags woanders hin. Ich dachte, ich hätte eine Tür gehört. Manche hatten auf halber Höhe die Stufe. Eine Stufe, die ganz plötzlich verschwand und man durfte nicht vergessen, sie zu überspringen. Ist ja fies. Das kann ich doch einsammeln. Tausendprozentig kann ich das einsammeln. Sonst scheint es hier erstmal nichts zu geben. Eine Galeone? Eine Galeone. Mann, die sind voll riesig, die Dinge. Okay. Ach, da ist noch was. Hallo. Eine Schokofroschkarte von Circe lebt im alten Griechenland auf der Insel und war eine Expertin darin, verirrte Seeleute in Schweine zu verwandeln. Cool. Klingt ja spannend. Dritte Ebene? Es gibt nur eine dritte Ebene, cool. Huch, er läuft weg. Da ist noch was. Du hast die Geschichte Hogwarts gefunden. Dieses Buch enthält viele Einzelheiten über die Geschichte der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Lege es in deine Truhe und vergiss nicht, für jedes Buch, das du sammelst, bekommst du Hauspunkte. Ich will die Bücher lesen, verdammt, ich will dafür keine Hauspunkte kriegen. Ich meine, Hauspunkte sind auch nichts Schlechtes, ne, aber... Trotzdem wären mir, wäre es mir lieber, wenn ich die auch lesen könnte. So, irgendwas fehlt mir noch. Irgendetwas fehlt mir noch. Kann ich mit dem irgendwas machen? Nein. Mit denen? Hallo? Also, ich weiß nicht genau, was mir jetzt hier noch fehlt. Sieht aber auch nicht so aus, als könnte ich hier noch irgendwas einsammeln. Also in der Ebene gibt es schon mal nichts. In der auch nicht. Den habe ich schon zum Weglaufen gebracht.
Ich hätte schwören können, dass man mit dieser Rüstung irgendwas anstellen könnte. Aha, Bingo! Und Harrys erste Zaubertrankstunde. Das sieht ja schon mal cool aus, wenn ich es lesen könnte, ne? Ah, hier kann man doch tausendprozentig jede Menge Zaubertrankzutaten sammeln. Flubberwurmschleim. Der Schleim des Flubberwurms wird manchmal zum Eindicken von Zaubertränken verwendet. Der Flubberwurm ist ein dicker, brauner Wurm, der knapp über 25 cm lang... Okay, gib mir. Da ist auch noch was. Und da oben ist auch noch was. Wasser aus dem Lethefluss. Das Wasser aus den fast magischen Kräften, die dich vergessen machen. Tausendprozentig für den Vergesslichkeitstrank oder so, ne? Oder irgendwie sowas in der Art. Was haben wir hier? Horklumpsaft. Der Saft dieser schwarzborstigen Kreaturen kann in einer Reihe von Heiltränken verwendet werden. Heiltränke, oh cool. Bezoar. Ich habe einen Bezoar gefunden. Ich habe ja auch nicht gerade erst 20 Stück davon gekauft oder so. Okay. Ich glaube, hier ist ein kleiner Bildbug sozusagen. Hermine mit der Hand oben, natürlich, natürlich. Okay, noch irgendwas zum Einsammeln. Also wie ihr seht, wir haben noch gerade mal die Hälfte des Bildes. Und hier wird noch ganz schön viel zu tun sein. Das Bild ist irgendwie so still, finde ich. Oh, cool. Ah, das kann ich auch noch zum Wackeln bringen hier. Ach, das war's schon. Ach, schade, ich dachte, hier könnte man noch mehr entdecken. Das ist voll interessant hier, das Bild. Okay. Hagrids Holzhütte. Ah, das ist schon wieder ein bisschen was anderes. Da ist eine Sammelkarte. Paracelsus! Ach, wie heißt er denn noch? Hohenheim. War ein berühmter Alchemist, Arzt, Alchemist und Chirurg des 16. Jahrhunderts. Füge diese Karte zu deiner Sammlung hinzu, vergiss nicht durch ein... Bla. Paracelsus hieß eigentlich mit richtigem Namen Hohenheim. Oh, die sehen ja cool aus. Feenflügel. Ich hab Feenflügel gefunden. Können je nach Feenart durchsichtig sein, aber auch vielfarbig schillern. Sie sind eine wichtige Zutat in einigen Zaubertränken. Unter anderem der Verschönerungstrank. Oh, es gibt Verschönerungstränke. Ah, da kann ich noch was... Oh Gott, wie viel man hier einfach sammeln kann. Getrocknete Billywig-Stacheln. Da hast du etwas Tolles gefunden. Werden in einer Vielzahl von Zaubertränken verwendet. Angeblich werden sie auch dazu benutzt, die beliebten Bonbons, die zischende Zauberdrops zu machen. Zischenden Zauberdrops zu machen. Cool. Wuff. Wuff. Ah. Wolfswurz. Diese Pflanze ist in der Zauberwelt auch unter dem Namen Eisenhut und Akonit bekannt. Sie hat gewaltige Wirkungen und kann in allen möglichen Zaubertränken und Zaubern verwendet werden. Ja. Du hast ein paar getrocknete Nesseln gefunden. Zutat von Zaubertränken. Was ich jetzt, wie ich jetzt einfach 100.000 Zutaten finde hier, ist ja Wahnsinn. Wahnsinn ist das. Irgendwas fehlt noch. Einiges fehlt noch, glaube ich, ne? Irgendwie. Ich glaube, aber hier hatte ich damals auch nicht alles gefunden. Oh, hausgemachten Felsenkeks. Vorsicht, beißt dir an diesem Felsenkeks nicht die Zähne aus. Ich werde mir alle Mühe geben. Neues vom Einbruch bei Gringotts. Die Ermittlungen im Fall des Einbruchs bei Gringotts am 31. Juli werden fortgesetzt. Allgemein wird vermutet, dass es sich um die Tat schwarzer Magier oder Hexen handelt. Um wen genau es sich handelt, ist jedoch unklar. Vertreter der Kobolde bei Gringotts bekräftigten heute noch einmal, dass nichts gestohlen wurde. Das Verlies, das durchsucht wurde, war zufällig am selben Tag geleert worden. Wir sagen Ihnen allerdings nicht, was darin war. Also halten Sie Ihre Nasen daraus, falls Sie wissen, was gut für Sie ist, sagt ein offizieller Koboldsprecher von Gringotts heute Nachmittag. Ja, deshalb hat er ja auch nur recht, ne? Man sollte sich nicht in Angelegenheiten einmischen, die einen nichts angehen, würde ich sagen.
Okay, also irgendwas muss ich ja hier noch tun können. Ja, kann ich mir ja näher anschauen, ist ja schön. Ah, jetzt. Ach, die dritte Ebene hat noch gefehlt, natürlich. Flugstunde. Harry sah den Ball wie in Zeitlupe hochsteigen und dann immer schneller fallen. Er beugte sich vor und drückte seinen Besenstiel nach unten. Im nächsten Augenblick war er in steilem Sinkflug, immer schneller hinter der Kugel her. Der Wind pfiff ihm um die Ohren, hin und wieder drangen Schreie vom Boden durch. Er streckte die Hand aus, einen Meter über dem Boden fing er sie auf, gerade rechtzeitig, um seinen Besenstiel in die Waagrechte zu ziehen, und mit dem Erinner mich sicher in der Faust landete er sanft auf dem Gras. Wow. Klingt cool. Duell um Mitternacht. Harry hatte sich nicht träumen lassen, dass er je auf einen Jungen stoßen würde, den er mehr hasste als Dudley. Bis er Draco Malfoy kennenlernte. Sehr cool. Okay. Aber ich hoffe, der liest das jetzt nicht nochmal vor. Harry sah den Ball wie in Zeitlupe hochsteigen. Kann ich das? Harry sah den Ball Nein, wie ich in kann... Zeitlupe hochsteigen und dann Na gut, immer okay. schneller fallen. Er beugte sich vor und drückte seinen Besenstiel nach unten. Im nächsten Augenblick war er in steilem Sinkflug, immer schneller hinter der Kugel her. Der Wind pfiff ihm um die Ohren, hin und wieder drangen Schreie vom Boden durch. Er streckte die Hand aus, einen Meter über dem Boden fing er sie auf, gerade rechtzeitig, um seinen Besenstiel in die Waagrechte zu ziehen, und mit dem Erinner mich sicher in der Faust landete er sanft auf dem Gras. Ja. Ich kann das Erinner mich sammeln, cool. Das war's auch schon. Ja, ich wusste jetzt nicht, dass er das Ganze nochmal vorliest, sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Aber ist ja nicht so schlimm. Der Trophäenraum. Wow. Da sehe ich auf Anhieb schon drei Sachen, die ich sammeln kann. Okay, nicht ganz so viel. Aber... Oh, ich liebe diese Bilder einfach. Die sind so cool. Oh, Mrs. Norris. Schokofroschkarte von Salazar Slytherin. Sehr gut. Oh, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Je länger der Text ist, desto schwieriger ist es, da unten auf Sammeln zu klicken. Kann ich das Ding auch aufmachen? Nee, ne? Nächste Ebene. Ah, da. Da. Eine Galeone. Was denn? Kann ich mit der Katze nichts machen? Aalaugenbar. Nö, ich kann sie anscheinend nur angucken. Gut. Der verbotene Korridor. Oh, ich glaube, diese Würfel bedeuten, dass es hier ein Rätsel gibt. Oder? Oder was anderes? Was bedeutet der Würfel? Ah ja. Ich muss den Zauberspruch ausführen, ich verstehe. Also da gibt es immer, wenn man den Würfel angezeigt bekommt, gibt es immer so eine Art Minispiel, das man quasi machen muss. Und hier muss ich jetzt, da könnt ihr dann sehen, wie es gemacht wird, Zauber auszuführen. Man kann sich ja schließlich auch mit anderen Leuten duellieren. Und dazu muss man Zauber ausführen. Und je nachdem, wie gut man diesen Zauber ausführt, gibt es eine Punktezahl, die im besten Fall so um die 100 liegt. Und wer halt von beiden die höhere Punktzahl erreicht hat, hat dann quasi das Duell gewonnen. So, ausführen tut man Zauber, indem man auf diesen Buchstaben klickt oder den Buchstaben auf der Tastatur drückt. Und dann erscheint ein kleiner Kreis. Und wenn der Kreis am äußersten Rand angekommen ist, dann muss man den Buchstaben nochmal drücken und dann wandert er zum nächsten. In diesem Fall wahrscheinlich zu dem O. Dann muss man das selber mit dem O machen. Dann wandert er zu dem H. Dasselbe mit dem H und so weiter und so fort. Die Buchstaben, die hier unten farbig gezeigt sind, sind die Buchstaben, die ihr auch hier oben findet. Und in dieser Reihenfolge werden die Buchstaben abgearbeitet. Je nachdem, womit ihr besser klarkommt, könnt ihr es, wie gesagt, mit der Maus oder mit der Tastatur machen. Bis jetzt kam ich am besten mit der Maus zurecht. So, Zauber ausgeführt. Holy shit. Das war eines der Bilder, die ich mit Abstand am genialsten fand. Wirklich, weil... Vorsicht, Vorsicht.
Und? Oh, ich fand's so geil. Ich fand's einfach sowas von geil. Ich würde das gerne zu meinen Favoriten hinzufügen. Kann ich das irgendwie? Normalerweise kann man die doch zu seinen Favoriten hinzufügen. Ich weiß leider gerade nicht wie, deswegen gehe ich einfach erstmal weiter, weil die knurren mir hier zu laut. Grrr, kann ich auch. First Year. Eine besondere Lieferung für Harry. Sein, nee, das ist ja noch gar nicht der Feuerblitz, das ist der Nimbus 2000, genau. Ah, wartet. Ich muss, glaube ich, wartet. Ja, ich muss das hier beenden, weil ich bin bei 20 Minuten angekommen. Heißt, ich bin beim Kapitel Halloween. Jetzt wird's interessant, jetzt wird's spannend, Leute. Beim nächsten Mal fange ich mit diesem Kapitel an und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben tatsächlich alles in den Bildern gefunden und falls ihr irgendwie Probleme bei den Bildern hattet, kann ich euch hoffentlich helfen und euch zeigen, wo die verschiedenen Sachen zu finden sind. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen auch von dieser Seite mittlerweile bekehren. Es macht wirklich unglaublich viel Spaß. Ihr müsst das wirklich mal erlebt haben und selber auch gespielt haben. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao!